Wir befinden uns an der Gedenkstätte Berliner Mauer und dies ist einer der wenigen Plätze in Berlin, an denen man die Mauer tatsächlich noch sehen kann. Mein Vater kam aus der DDR und ist 1954 nach Westdeutschland geflohen. Da war er gerade mal 18 Jahre alt. Er fuhr mit dem Zug nach Ostberlin und von dort weiter nach Westberlin. Nicht verwunderlich also, dass mich dieser Teil deutscher Geschichte besonders bewegt. In diesem Video möchte ich euch deshalb an Stellen Berlins mitnehmen, an denen diese Vergangenheit mehr und mehr verblasst oder gar nicht mehr zu sehen ist. Mithilfe von alten Fotos wird diese Vergangenheit wieder etwas greifbarer, vorstellbarer. Und auch wird deutlich, wie sehr sich Berlin verändert hat. Begeben wir uns nun auf diese Reise und starten an der berühmten Oberbaumbrücke. Wenn man auf das Ufer links neben der Brücke schaut, sieht man auch hier die Berliner Mauer. Neben der Gedenkstätte an der Bernauer Straße ist dieses Stück, die East Side Gallery, das wohl bekannteste Stück noch erhaltene Mauer. Was man aber nicht mehr sehen kann, direkt an der Stelle, an der wir gerade stehen, befand sich ein Grenzübergang. Auch hier stand eine Mauer. Die East Side Gallery ist eigentlich die hintere Sperrmauer. Die Brücke war lange Zeit für jeglichen Verkehr gesperrt, ab den 70er Jahren dann zumindest für Fußgänger geöffnet. Hier noch ein Bild vom 11. November 1989, also kurz nach dem Fall der Mauer. Heute geht oder fährt man über die Brücke und hat eigentlich keine Ahnung, worüber man sich da gerade bewegt. Am nächsten Ort ist das ganz anders und wiederum auch nicht. Der Checkpoint Charlie. Man hat hier den ersten Bau des Checkpoint Charlies, der Amerikaner von 1961, nachgebaut. Was allerdings fehlt und eigentlich wichtig ist, zeigt dieses Bild. Nicht nachgebildet wurde der Ostberliner Teil des Grenzübergangs. Das würde natürlich auch sehr viel Platz kosten, so etwas auf Dauer zu erhalten, allerdings sind all diese Bauten der 8 Berliner Grenzübergänge verschwunden. Vielleicht hätte man wenigstens einen als Gedenkstätte erhalten können. Wir gehen nun ein paar hundert Meter weiter an die Ecke Charlottenstraße-Zimmerstraße. Man kann es sich heute kaum noch vorstellen, aber genau hier verlief die Mauer. Das war einmal West-Berlin. Genau dort, wo jetzt die Straße entlang geht, stand die Mauer. Die Gebäude, die hier heute stehen, gab es damals alle noch nicht. Berlin war damals noch deutlich weniger stark bebaut. Das sieht man auf einem weiteren Bild noch etwas besser. Das wirkt irgendwie heute fast schon beneidenswert, solche Freiflächen in Berlin. Und nicht überall lag das an der Mauer. Aber die war zumindest hier der Grund und das macht das Ganze wiederum gar nicht beneidenswert. Plätze, die heute stark bebaut sind und an denen damals aber wegen der Mauer nur sehr wenig sich befand, gibt es einige in Berlin. So auch der nächste Ort, zu dem wir uns begeben, der Potsdamer Platz. Alles direkt um uns gab es damals noch nicht. Um genau zu sein, sind wir nicht direkt am Potsdamer Platz. Das ist der Leipziger Platz. Der Potsdamer Platz liegt hinter uns und grenzt quasi direkt an den Leipziger Platz an. Das Foto zeigt den Leipziger Platz vom Potsdamer Platz aus gesehen. Wir befinden uns ungefähr hier. Das ist heute wirklich schwer vorstellbar. Es gibt noch eine Stelle, die ganz ähnlich die Veränderung Berlins entlang der ehemaligen Mauer zeigt. Sie ist gar nicht weit entfernt. Das sogenannte Engelbecken. Hier verlief einmal ein Kanal, der die Spree mit dem Landwehrkanal verband. In den 20er Jahren hat man ihn zugeschüttet, mit Ausnahme des Beckens vor uns, und in einen Park verwandelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Menge Bauschutt in die Anlage geschüttet und nach dem Bau der Mauer dann 1961 wurde die Anlage komplett verfüllt. Auch das Engelbecken. Das sah dann so aus. Auch hier verlief die Mauer. Das Engelbecken befand sich direkt auf, oder besser gesagt unter dem Todesstreifen. Da die ursprüngliche Parkanlage mittlerweile größtenteils rekonstruiert worden ist, kann man gar nicht auf die Idee kommen, dass hierdurch möglicherweise einmal der Todesstreifen der Mauer verlief, es sei denn, man weiß es. Weiter geht es zur nächsten Station, die Treptower Brücke. Auch hier kann man nicht mehr wirklich erahnen, wo die Mauer stand. Ich will mich aber nicht wiederholen.
Das Foto macht noch etwas anderes sichtbar. Nicht nur stand hier die Mauer, das Foto zeigt auch, wie sehr man sich doch an diesen Zustand gewöhnt hat. In West-Berlin ging das Leben bis direkt an die Mauer. Mehrere Personen sitzen nur wenige Meter von der Mauer entfernt und fischen. In gewisser Weise hat man sich mit dem Zustand arrangiert. Entlang der Mauer war es ruhig, ideal fürs Fischen. Das sah auf der anderen Seite der Mauer anders aus. Wir sind nur ein paar Schritte von der Treptower Brücke entfernt, allerdings nun auf der Ostberliner Seite. Das Bild wurde kurz nach dem Fall der Mauer aufgenommen, davor hätte man dort nicht fotografieren können. Ich nehme an, die Menschen, die damals in diesem Gebäude gewohnt haben, haben sich auch mit der Mauer arrangiert. Allerdings anders als die Menschen in West-Berlin. Wir setzen unsere Reise fort und begeben uns zur Invalidenstraße. Einige Meter hinter uns befindet sich der Berliner Hauptbahnhof, der allerdings erst vor ein paar Jahren gebaut wurde. In der entgegengesetzten Richtung, also vor uns, befand sich der Grenzübergang Invalidenstraße. Heute ändert an dieser Stelle nichts mehr daran. Und ich brauchte auch tatsächlich eine ganze Weile, um die genaue Position des damaligen Grenzübergangs und die Position des Fotografen zu finden. Erstaunlich auch, wie viel grüner diese Stelle damals war. Nun geht es zu einem großen Wahrzeichen Berlins, zum Brandenburger Tor. Das Brandenburger Tor ist nicht nur eines der großen Wahrzeichen, es war auch ein, wenn nicht das Symbol überhaupt, für die Teilung Berlins. Einmal abgesehen davon, dass hier die Grenze verlief, finde ich an Aufnahmen aus dieser Zeit noch etwas sehr bemerkenswert. Nämlich, dass das Brandenburger Tor freistand. Eine Folge der Zerstörung Berlins im Zweiten Weltkrieg. Die DDR hatte kein Interesse an einem Wiederaufbau, der wurde erst nach der deutschen Wiedervereinigung begonnen. Heute grenzen wieder von beiden Seiten Gebäude direkt an das Tor. Nun geht es tief hinein ins ehemalige Ost-Berlin, zur Karl-Marx-Allee. Die Mauer war hier zwar wirklich nicht in der Nähe, ich habe aber eine Aufnahme gefunden, die direkt mit ihr zusammenhängt. 1986 zelebrierte man hier tatsächlich das 25-jährige Bestehen der Mauer, die von der DDR-Staatsführung als antifaschistischer Schutzwall bezeichnet wurde. Eine große Militärparade ging hier vorbei. Auf der Tribüne befand sich unter anderem Erich Honecker, der natürlich auch eine Rede hielt. Erstaunlich finde ich es doch, dass man sich dies auch heute noch leicht vorstellen kann. Der Ort hat sich nur wenig verändert und die Architektur der Häuser verknüpft sich fast automatisch mit einer Vorstellung von DDR und Sozialismus. Und mit diesem etwas verstörenden Bild endet die Zeitreise. Ich hoffe, dass ich diesen Teil deutscher Geschichte mit dem Video zumindest etwas greifbarer machen konnte. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen.